So, ihr Lieben, und zwar zeichne ich ein neues Porträt, allerdings diesmal nicht von meiner eigenen Familie, sondern für eine liebe andere Künstlerin. Und ich habe mich dafür entschieden, mal wieder ein anderes Papier zu benutzen und mehr so ein klassisches Buntstiftporträt auf klassischem Zeichenpapier zu zeichnen. Aber damit es immer noch ein bisschen besonders bleibt, habe ich mich hier für das Stonehenge-Papier entschieden. Und zwar in leicht getönt. Hier benutze ich einfach nur ein etwas wärmeres Weiß, um die Zeichnung ein bisschen wärmer erscheinen zu lassen. Besonders halt ist das Papier aber dennoch deswegen, weil es halt aus den USA bezogen wird. Es besteht aus 100% Baumwolle, hat eine leichte Textur, ist 250 Gramm stark und natürlich säurefrei. Genau. Hier habe ich schon mal das Porträt des kleinen Mädchens angefangen und hier kann man schon bei den Augen, die ich noch nicht fertig gezeichnet habe, sehen, dass es wirklich eine ganz feine, leichte Struktur hat und deswegen ist das Papier für mich sehr passend. Ich mag es nämlich nicht, wenn Papier entweder zu glatt ist oder zu rau. Vor allen Dingen bei Porträts finde ich diese ganz leichte Textur perfekt. Das ist aber wirklich reine Geschmackssache. Viele Künstler, Porträtkünstler nutzen da auch Bristol-Papier. Bristol-Papier ist sehr, sehr glatt. Und manche benutzen aber auch Canson Metientes vor. Zum Beispiel, das ist, hat auch eine ganz leichte, eher eine starke Texturierung und lassen halt die Texturierung dann so ein bisschen durchscheinen. Also das ist wirklich sehr unterschiedlich und das muss man für sich ausprobieren. Ich habe schon vor ein paar Jahren öfter mal auf diesem Papier gezeichnet und befand es für mich sehr gut. Ich lege jetzt hier eben, obwohl das Papier schon leicht beige ist, mit einem Elfenbein von Faber-Castell eine erste Grundierung an. Ich wollte das jetzt erstmal rein mit Buntstift probieren, das Porträt. Und dann im nächsten Schritt vielleicht nochmal eins probieren und das im Vergleich testen, wie ich es mit Panpastell verschnellern kann. Also dass ich einfach diese Grundierung ganz flink und fix mit Panpastell zeichne. Aber zunächst wollte ich noch einmal es nur mit Buntstift versuchen. Und hier funktionieren meine Polychromo-Stifte auch wieder viel besser als zum Beispiel auf dem Stressmore Tone Tan, wo ich sie persönlich nicht so gut finde, sondern die Pablo-Stifte bevorzuge. Aber auf klassischem Zeichenpapier, also mit einer leichten Texturierung, funktionieren sie für mich wirklich sehr gut. Genau. Also weil man jetzt hier nicht so viel sieht, arbeite ich mal eben wieder auf Kamera und nehme euch dann gleich mit, wenn ich mit den Rosatönen weitermache. So, ich habe jetzt hier halt die Grundschichten erstmal mit einem Creme und dann mit einem Rosa gemalt. Hinzu werden jetzt gleich noch ein bisschen helle Gelbtöne kommen und ich habe schon mal so ein bisschen die Schattierung rausgearbeitet. Was man jetzt vor allen Dingen sehen kann, ist halt, dass das Papier doch ein bisschen gröber ist, als sich im ersten Moment anfühlt. Da werde ich jetzt gucken, ob ich das mit vielen Farbschichten behoben kriege, dass sozusagen die Pigmente in das Papier, also dass ich die Papierstruktur mit den Pigmenten selber füllen kann. Ansonsten würde ich ein Verblendungsmittel benutzen, der eben die Bindemittel in den Stiften auflöst und ich dann das so ein bisschen, ja, kann man sich wie Aquarell vorstellen, dass ich das Ganze verblenden kann damit. Das werde ich dann, wenn ich jetzt noch so zwei, drei Farbschichten, also genügend Pigmente auf dem Papier habe, werde ich das gucken, welche Schritte ich da halt gehe, weil ich, wie gesagt, relativ lange nicht mehr auf diesem Papier gemalt habe.
Eine Farbe, die mir jetzt schon ins Auge springt, ist auf jeden Fall schon mal Aprikot. Das ist so eine Mischung, das finde ich, ist eigentlich jetzt so ganz schön, das auf das Rosa zu geben, weil das so zwischen Rosa und Gelb ist und damit kann man so die Lichtreflex schon richtig schön ausarbeiten. Früher habe ich dafür nur Ocker genommen, aber Ocker wird dann auch recht oft, finde ich, irgendwie zu gelb und irgendwie zu künstlich. Und deswegen bin ich ganz froh über die Anschaffung von ein paar Einzelfarben der Pablo-Stifte von Grandaché, eben weil die halt nochmal ganz andere und sehr besondere Farbtöne haben als meine Polychromos-Stifte. Genau, hier meistens bei der Nase, immer wenn von einer Seite das starke Licht, also meistens von tiefstehender Sonne einfällt, dann kann man hier die Nase ganz gut herausarbeiten, dass die dann auch nicht irgendwie cartoonmäßig 2D flach wirkt, sondern schön 3D-mäßig. Genau. Und auch hier kann das ruhig in den Grundton der Hautfarbe mit eingearbeitet werden. Schön hier so Übergänge schaffen, weil hier ist halt so ein Schimmer auf der Haut, so ein Lichtpunkt. Den besser freilassen. Also man merkt halt auf jeden Fall auf diesem Papier, da reiben sich die Pigmente halt schön ab. Also die Farbe wird halt relativ schnell kräftig, aber man muss halt auch wirklich sehr sauber arbeiten, weil gerade hier zum Beispiel und hier ist jetzt die Farbe auch schon sehr, sehr stark kräftig geworden. Also insgesamt, ich mag das halt lieber, als wenn es zu glatt ist, weil bei mir werden die Zeichnungen da einfach immer viel zu blass. Aber wenn man halt eher auf feineres Papier steht, dann ist dieses Stonehenge-Papier auf jeden Fall eher nichts für eines. Kann ich jetzt auch nach dieser kurzen Zeit auch schon eher sagen. Ja, ich gehe jetzt nochmal mit der Farbe ein bisschen in diese Hälfte, genauso wie hier, und werde dann, denke ich mal, noch ein bisschen mit meinen Cremetönen weitermachen. So, jetzt habe ich noch eine weitere Grundierung hier mit dem Aprikot hinzugefügt und das finde ich wirkt auch auf jeden Fall richtig gut. Also auf jeden Fall, klar, es sieht jetzt immer noch ein bisschen verrückt aus, aber es wirkt irgendwie viel, viel natürlicher, die Farbe, als was ich früher genommen habe, nämlich die Farbe Ocker. Damit bin ich jetzt inzwischen sehr viel vorsichtiger. Ich versuche sie diesmal, glaube ich, sogar fast ganz wegzulassen. Genau, ich füge jetzt hier mit der Farbe Salmon noch ein bisschen Rosa wieder hinzu. Salmon, also Lachsfarben quasi, ist auf jeden Fall auch eine Farbe, die auch bei Babys insbesondere sehr gut funktioniert, weil sie eben dieses Rosige der Gesichtsfarbe unterstreicht, aber nicht so fleischwurstmäßig wirkt wie jetzt von den Polychromos die Farbe Fleischfarben, also Hautfarben quasi. Genau. Und hier hatte ich ja schon so ein bisschen die Schatten hinzugefügt.
Die übermale ich halt auch nochmal mit der Farbe, um den halt so ein bisschen sanfter wirken zu lassen. Und inzwischen hat es auf jeden Fall auch schon mal eine stärkere dreidimensionale Wirkung. Also es kommt halt so ein bisschen, ja, zum Vorschein quasi. Also es formt sich einfach so ein bisschen raus und dieser Cartoon-Look verschwindet peu à peu, ganz langsam inzwischen wieder. Ich achte halt auch darauf, dass ich so bei den ersten Farbschichten mit den Polychromos-Stiften arbeite, sowie mit den Pablo-Stiften, weil die am härtesten sind und erstmal am wenigsten Farbpigmente am abgeben. Bei den oberen Schichten dagegen werde ich vor allen Dingen mit Prismacolor arbeiten, weil man mit denen dann wiederum am besten verblenden kann, weil die halt die größte Deckkraft haben. Ich habe auch meine Luminance-Stifte, aber ich habe mit denen auf diesem Papier nicht die besten Erfahrungen gemacht. Deswegen werde ich die, glaube ich, erstmal wahrscheinlich weglassen. Die waren irgendwie, weil die am höchsten pigmentiert sind, zu kräftig. Und ich fand das sehr schwierig, mit denen auf diesem etwas gröberem Papier weiche Übergänge zu erschaffen. Genau. Und auch hier fehlt noch Pink. So wie hier bei der Nase. Die kann man jetzt auch noch weiter rausformen. Ich habe früher auch immer so eine relativ strikte Reihenfolge bei Farben gehabt. Also die habe ich mir dann in so Tutorials angeguckt, dass man erst die Farbe Creme nimmt, dann die Farbe Fleischfarben, dann die Farbe Zimt von den Polychromos zum Beispiel, dann die Farbe Ocker und so weiter und so fort. Hier gehe ich halt wirklich sehr stark nach meiner Fotovorlage. Also was sehe ich? Früher hätte ich jetzt einfach standardmäßig noch die Farben von den Polychromos Strohgelb genommen. Und die Farbe Zimt, die jetzt so ein bisschen bräunlicher ist, lasse ich hier aber tatsächlich erstmal weg, weil ich das so in der Fotovorlage eigentlich nicht sehe. Und nehme ich nur die Farben, die ich halt sehe und nicht jede Farbe nur, weil ich sie habe. Weil wenn man zu viele Farben nimmt, ist meine Erfahrung, kann es auch passieren, dass das Bild dann so ein bisschen schmuddelig wirkt, wenn man halt zu viele Pigmente übereinander lagert. Also es ist nicht immer viel hilft viel. Also es ist trotzdem gut, eine große Palette an Farben vorrätig zu haben, aber damit man sich die aussuchen kann. Das heißt halt nicht, dass ihr alle wirklich benutzen müsst. Genau. So, nach der ersten Farbschicht gucke ich mal jetzt aber schon, wie die Prismacolor-Stifte wirken. Hier habe ich zum Beispiel ein helles Peach und gehe damit hier schon mal so ein bisschen drüber. Ich kann auch mal, genau, ich habe eben in Strafuren gearbeitet, also in diese Richtung. Jetzt kann ich mal gucken, genau, dass ich hier schon mal Farben so ein bisschen verblendet bekomme, indem ich so zeichne, um die Pigmente so ein bisschen zusammenzuschieben.
Ich arbeite hier auch wirklich mit ganz, ganz leichtem Druck. Ich habe jetzt noch gar nicht so viele Farbschichten übereinander gelegt, weil das Mädchen halt eben sehr, sehr helle Haut hat. Deswegen hatte ich gerade auch so ein bisschen gezögert, jetzt schon mit den Prismacolor-Stiften zu arbeiten, aber es erscheint mir hier schon früh genug. Ist quasi so ein bisschen wie eine weitere Grundierung, die ich hier auftrage mit den Prismacolor-Stiften, die wirklich eine schöne Hautpalette haben. Also das sind hier wirklich relativ viele Farbtöne, die wirklich sehr, sehr schön wirken. Hier fehlt auch noch so ein Schatten unter dem Auge. Die beste Farbe dafür, finde ich, ist Beige Sienna. Ist eben so ein gräulicher, lila, grau, Braunton. Und der wirkt halt nicht so streng, wie wenn man jetzt pures Grau nimmt oder ein Braun, das dann häufig schon zu dunkel ist. Hier fehlt auf jeden Fall auch noch so ein bisschen Schatten, den ich jetzt schon mal hinzufüge, damit ich da. Den möchte ich irgendwie nicht am Ende hinzufügen. Man geht zwar bei Buntstiftporträts eigentlich von hell nach dunkel, aber wenn man mit den Prismacolor-Stiften arbeitet, kann man nämlich aufhellen, weil die Decken da sind als die Polychromos und da kann man ruhig schon mal umgekehrt arbeiten, nämlich von dunkel nach hell. Man sieht halt hier, dass die Farbe eher kühler ist. Das macht aber nichts, weil von hier kommt halt warmes Licht und dann muss es halt im Gegenzug eh immer eine Seite geben, die halt von den Farben her ein bisschen kühler ist. Deswegen werde ich jetzt die Farbe mehr hier auftragen, hier aber ein bisschen vorsichtiger damit sein und mich da auf wärmere Creme
Farben konzentrieren. Auch hier ist die Farbe eher kühl. So, jetzt habe ich ganz vorsichtig diese hellere Farbe aufgetragen und gehe jetzt noch mal mit so einem recht neutralen Nektar drüber. Also auch hier, um so ein bisschen das Aprikot noch mal so minimal abzuschwächen. Die Farbe ist halt ganz gut, um so über die Schattenpartie noch mal so ein bisschen drüber zu gehen, damit die einfach nicht zu dunkel und zu schmuddelig werden. Da bin ich halt sehr, sehr vorsichtig geworden, also um so noch mal die Übergänge zu schaffen. Gerade hier und hier bei der Wange. Immer noch mal auf die Richtung achten. Ich habe gerade ja so bei den ersten Schichten gearbeitet und jetzt gehe ich in die andere Richtung. Und dadurch wirkt es auch gleich schon mal viel, viel sanfter. Also die Textur vom Papier wirkt jetzt halt so ein bisschen wie das Pastelmatte, so Sandpapier, so ein bisschen gepunktet hat, dadurch, dass jetzt so die Streifen auch so verschwinden. Na, hier für so einen Halbschatten Bereich darf die auf jeden Fall nicht fehlen. Hier so für den Übergang mit den Haaren gleich, um das hier schon mal so ein bisschen rauszuformen und um die Stirn so ein bisschen runder erscheinen zu lassen. Hier beim Haaransatz füge ich sie auch noch hinzu. Und hier, da hat mir die Farbe auf jeden Fall gefehlt. Also es sieht jetzt noch nicht richtig aus von den Schattierungen her. Also hier zum Beispiel sind ein bisschen zu viele Flecken oder so. Aber was man, finde ich, schon erkennen kann, ist, dass sich die Farben langsam immer besser ergänzen. So, jetzt wird es nochmal Zeit für eine Schicht an Creme- und Gelbtönen. Jetzt gerade noch mal so, da habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Also die Prismacolor Stifte neigen ja sehr zum Abbrechen, und weil die Minen schnell zu grob sind,
spitze ich sie mit einem Messer ab. Und das geht bei Polychromos und den Pablo-Stiften nur bedingt gut. Bei den Prismacolor-Stiften funktioniert das aber tatsächlich sehr, sehr gut für mich. Und deswegen werde ich die nicht mal mit dem Anspitzer anspitzen, weil ich da so viel Mine-Stift im Anspitzer versenkt habe, dass, ja, dass es sehr teuer wurde, da immer neue zu kaufen. Weil die ja in Deutschland halt fast 2 Euro kosten pro Stift plus Versand und so. Dann sind sie oft auch nicht lieferbar. Genau. Und mir ist die, also es sieht jetzt relativ grob aus, aber ich habe hier vorne einen ganz feinen Punkt. Das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Und ist halt dann auf Dauer deutlich günstiger als so viel Stift im Anspitzer zu lassen. Ich mag die halt wirklich auch gerne, weil, wie man hier sieht, das Pigment, das deckt halt richtig, richtig schön und sie fühlen sich einfach ultra butterweich an. Und hier ist auch noch sehr viel von diesem cremefarbenen Ton. Geht hier bis in den Haaransatz. Und hier links werde ich gleich die Farbe auch an einige Stellen nochmal geben. So, ich bin jetzt über einige Schattenpartien nochmal mit der Farbe Rosy Beige drüber gegangen. Das ist auch so ein lila Grauton. Jetzt haben wir auf jeden Fall den sogenannten Bad Ugly Stage erreicht. Also es sieht halt einfach noch nicht weich genug aus, sehr streifig, sehr unordentlich irgendwie. Und das wird sich jetzt weiterhin beheben. Farbe, Farbschicht für Farbschicht für Farbschicht für Farbschicht. Da muss jetzt einfach noch sehr, 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 sehr viel Farbe drüber gegeben werden, um weiche Übergänge zu erschaffen, damit die Papierstruktur halt nahezu verschwindet und sich die Farben schön ineinander mischen. Hier ist es jetzt von den Farben noch ein bisschen zu kühl, deswegen kann ich auch da nochmal mit meinem Creme drüber gehen. Die Farbe heißt hier in dem Fall aber Eggshell, ist auf jeden Fall auch eine Farbe, die für mich sehr gut für Porträts funktioniert. Und hier sieht man auch, wenn ich jetzt über diese Schattenpartien halt drüber gehe, dass sich das wirklich schön vermischt.
Hier ist halt auch noch so ein Punkt, der ist noch zu weiß oder zu hellrosa geblieben. Da muss die Farbe auf jeden Fall auch noch mal drüber. Ich achte jetzt halt auch noch mal besonders darauf, dass ich halt weg von dieser Straffur gehe und in die andere Richtung schraffiere. Gehe ich hier nochmal mit der Farbe Peach drüber, also mit Pfirsich. Die funktioniert auch echt gut. Das ist auch so eine Kombi aus, ja, das ist so ein bisschen wie Aprikot, leicht orange, rosa. Also ich finde so eine ganz nette Mischfarbe, die eigentlich auch nicht fehlen darf. Gehe ich hier auch nochmal so ein bisschen über die Schattenpartien, um einfach das Grau noch so ein bisschen abzusoften, um so ein bisschen die Übergänge herzustellen. Dass es nicht mehr so gefleckt, nicht mehr so gemustert aussieht, wie hier zum Beispiel. Also meistens so die Sonnenseite vom Gesicht ist meistens recht einfach. Die Schattenseite, wo aber auch indirekt, aus indirekten Lichtquellen noch Licht drauf fällt, ist meistens ein bisschen schwieriger. Das gibt dem Gesicht noch mal so ein bisschen die Rosigkeit zurück, weil es vorher ja durchaus so ein bisschen sehr gelblich wirkte. Hier am Rand gehört auf jeden Fall auch noch viel Rosa rein. Für sich meine ich. Und hier. Und hier. Hier gebe ich mir auch sehr viel Mühe mit dem Haaransatz, weil wenn man den weglässt, naja, dann sieht das Porträt häufig auch dort oben wieder zu dreidimensional aus. Und da ich ja wachsbasierte Stifte nehme, kann man auch auf der Hautfarbe noch sehr gut die Haare drüber malen. Also es deckt dann sehr gut, das meine ich damit. Und hier fehlt auf jeden Fall auch noch mehr Rosa. Das sieht jetzt momentan auch noch sehr gefleckt aus. So, nach den ganzen Cremes, Rosa, Pink, Aprikot und Pfirsich, sowie diesen Zwischentönen aus Grau, Rosa und Lila gehe ich jetzt noch mal einen Schritt weiter, um das Porträt weiter nach vorne zu bringen
und habe minimal Ocker genommen, aber das nur ganz vorsichtig, weil das wirkt, ist mir dann schnell einfach zu viel. Und da ist ja auch schon recht viel Apricot drin. Und ich nehme jetzt aber noch mal ein bisschen Orange, weil es auch wirklich eine wunderschöne Leuchtkraft gibt. Also gerade hier ist ja so eine Grenze zwischen Lichteinfall und eher Schattenbereich. Da darf diese Farbe eigentlich nie fehlen. Das ist jetzt auch ein Prismacolor Stift und zwar Goldenrod. Das ist also eine Blume. Und ja, die Orangetöne, die sind einfach wirklich fantastisch von der Firma, weil die einfach nicht so künstlich sind, wie die reinen Orangetöne, die ja mehr so, ja, einfach eine Sekundärfarbe sind aus Gelb und Rot, sondern die halt eher so eine Mischung aus Ocker und Braun fast sind, kann man halt sagen, finde ich. Genau, und die muss man halt auch sparsam einsetzen. Also wenn ich hier zu sehr übertreibe, dann geht halt auch dieser rosige Charakter von dem Porträt verloren. Aber so über einige der Schattenbereiche kann man da durchaus nochmal ganz gut drüber schraffieren. Hier zum Beispiel im stillen Bereich ist durchaus auch noch so recht viel Orange zu finden. Gerade hier beim Haaransatz. Und nun habe ich mir nochmal einen Prismacolor Beige genommen und gehe jetzt auch nochmal über alles so ein bisschen rüber. Damit schwäche ich zwar hier dieses Gelb und das Orange ein bisschen ab, aber das gibt noch mal so einen natürlicheren Look.
und mit Aprikot habe ich noch mal so ein paar Highlights hier herausgearbeitet, weil das mit einer der besten Farben für diese natürliche Leuchtkraft ist. Also ich springe halt, wie man halt sieht, immer hin und her und mische die Farben so ein bisschen auf dem Papier. Das ist so mein Stil. Ich finde das ganz schwer, da so eine spezielle Reihenfolge einzuhalten. Mittlerweile, früher war das auch anders. Aber dafür, finde ich, kommen die Bilder dem Original mittlerweile näher oder... Wenn die Vorlage nicht so gut ist, was hier jetzt nicht der Fall ist, dann wird es häufig halt noch besser, weil durch meine Erfahrung ich einfach dann auch ein bisschen freier arbeiten kann. Mehr wie ich es sehe, wie ich es interpretiere und nicht wie es in irgendeiner Anleitung drin steht, die aber zu dem Hauptmotiv, an dem ich gerade sitze, dann vielleicht gar nicht so passt. Nachdem ich jetzt wirklich diverse Schichten mit den Polychromos Pablos sowie Prisma Color Stiften aufgetragen habe, möchte ich jetzt doch nochmal meinen Luminance Stiften von Caran d'Ache eine Chance geben, weil diese halt wirklich so sehr, vor allem diese Farben, sind Ocker 10% und oh, ich kann das kaum lesen, Burnt Ocker 10% und Olive Braun 10%. So, dann haben wir noch hier ein gelber Ocker in hell und hier in Cremefarben, wo man inzwischen leider die Farbbezeichnung nicht mehr erkennen kann. Aber das ist halt das Standard 72 Stifteset. Da sind die halt immer alle dabei. Ja. Die fühlen sich halt insgesamt ein bisschen kratziger an als die Prismacolor. Nicht ganz so weich. Deswegen werden die schnell, weil sie halt wiederum auch mehr Wachs enthalten als die Pablo-Stifte. Sowie die Polychromos-Stifte werden sie so schnell so ein bisschen streifiger. Vor allen Dingen, wenn man sie jetzt nicht ganz so stark anspitzt, sondern normal anspitzt. Also für die ersten Schichten würde ich die auf gar keinen Fall nehmen. Jetzt mache ich das halt, weil ich halt schon so viele Schichten, insbesondere ohnehin schon von wachsbasierten Stiften, darunter habe. Und weil die halt wirklich diese perfekt neutralen Hauttöne halt haben. Genau, und so, ja, hier merke ich das auch schon, geht das schon ziemlich gut. Also wichtig ist einfach, dass da auf jeden Fall wachsbasierte Schichten drunter sind. Bei meinem Einporträt, wo das überhaupt nicht gut geworden ist, für meine Verhältnisse. Also von Weitem sieht das andere Porträt auch toll aus, weil die Farben von den Stiften hier sehr gut sind, aber das ist damals nicht sehr gleichmäßig geworden. Das lag halt daran, dass ich nur mit den Polychromos als Untermalung gearbeitet habe und eben gar keine wachsbasierten Stifte benutzt hatte, weil ich damals halt nur diese beiden Sets hatte und jetzt neu hinzugekommen sind bei mir ja noch erst die Prismacolor Stifte und dann noch
die Pablo-Stifte. Zumindest ein Großteil der Farben. Ich habe von den beiden Sets auch nicht das Komplettset, sondern nur die Hautfarben, Grüntöne sowie Browns. Genau, und hier kann ich jetzt schon mal anfangen, schön so ein bisschen zu verblenden. Verblenden heißt einfach, dass man über alle Farben, also helle Flächen und dunkle Flächen, drüber geht und den Druck ein bisschen erhöht. So, also ich bin da jetzt mit wirklich vielen Schichten von den Luminen-Stiften nochmal drüber gegangen. Also es ist eigentlich halt jetzt genug Farbe auf dem Papier drauf, aber bei genauerem Hinsehen sieht man doch, dass das Papier wirklich ganz schön grob ist. Ich werde es jetzt einmal, weil das Porträt durch die ganzen Farbschichten jetzt auch minimal zu dunkel geworden ist, hier mal mit einem Prismacolor Weiß verblenden und nochmal aufhellen und dann da nochmal mit Farbe drüber gehen. Und gucken, wie das aussieht, weil ich mich jetzt gerade irgendwie noch nicht mit diesem Malmittel da dran traue, aber ich es einfach echt lange nicht mehr gemacht habe. Aber insgesamt würde ich für Porträts das Papier nicht nochmal benutzen, beziehungsweise höchstens nochmal eben das mit Malmittel auf dem Testpapier gucken, wie das halt ausschaut. Oder mit Pastell die Untermalung machen, aber so von der Textur her ist es insbesondere für Kinderporträts jetzt nicht so geeignet, was ja auch, naja, Learning war an dieser Stelle. Genau. Die Schraffur war ja in die Richtung, deswegen gehe ich jetzt mal hier drüber. Und schon wieder muss ich den Stift anspitzen. Also für Tiere kann ich mir das Papier schon ganz gut vorstellen, weil eben sehr viele, schön viele Farbschichten drauf halten und das Papier dann dadurch halt auch sehr leuchtend wirkt. Aber man braucht halt für Porträts gar nicht so viele Schichten. Deswegen nehmen ja auch viele dieses Bristol-Papier. Ich habe das bisher irgendwie immer nicht leuchtend genug hingekriegt, aber vielleicht lag das auch einfach daran, dass ich damals die Prismacolor-Stifte noch nicht hatte. Bei den Pablos weiß ich gar nicht, wie die darauf funktionieren. Also ich könnte es jetzt inzwischen nach so ein paar Jahren Pause natürlich auch mal ausprobieren. Wer weiß, vielleicht komme ich jetzt ja auf einmal doch damit klar, weil sich halt so meine Arbeitsweise doch ziemlich stark verändert hat. Auf jeden Fall für mich richtig ungewohnt, nachdem ich jetzt so viele Porträts auf Tonetan gemalt habe, wo ich ja einfach sehr viel das Papier wirken lassen kann und einfach nur die Highlights und die Schattenpartien herausarbeiten muss und bei den Mitteltönen so ein paar leuchtende Farben aufdringen muss, um das Porträt nach vorne zu bringen und halt im Gegensatz zu Pastell. Die Technik ist halt zwar gröber und auch mit mehr Schmutz und so verbunden, aber es geht doch viel schneller und man kann einfach so
auch viel mehr korrigieren. Also wenn man mal viel zu dunkel geworden ist, dann kann man halt auch einfacher aufhellen und so. Deswegen, ich habe irgendwie jetzt im Nachhinein gedacht, weil man bei Pastell auch immer sehr viel am Rumwischen ist, dass Buntstift ja vielleicht einfacher ist, wegen einfacher zu kontrollieren. Aber also es ist schon insgesamt schwerer, weil, ja, wenn die Farbe auf dem Papier ist, dann ist sie halt auf dem Papier. Da lässt sich halt nicht mehr sehr viel korrigieren. Also ist auf jeden Fall schwieriger, würde ich sagen. Man braucht auf jeden Fall mehr Übung. So, ich habe jetzt halt, wie ihr seht, das ganze Hautbild aufgehellt, indem ich da wirklich mit Weiß mit so mittelfestem Druck drüber gegangen bin und kann jetzt anfangen, das Ganze nochmal mit Farben zu übermalen. Also man sieht hier halt schon, das ist halt eher eine aufwendigere Technik und das Hautbild bleibt immer noch ein bisschen gröber, als wenn man jetzt Malmittel benutzen würde. Das möchte ich aber auf jeden Fall auch noch mal ausprobieren. Aber das werde ich erstmal an einem Testbild machen. Ich habe mich jetzt irgendwie hier für diese pure Technik entschieden, weil die mir halt am vertrautesten ist, weil es mit den Malmitteln auch wieder ja, so ein bisschen mehr Übung mit dem Pinsel erfordert, also gerade was hier so die Feinheiten angeht, wenn man da auch, wenn man da das nicht ein paar Mal auf dem Testpapier übt, schon auch was kaputt machen kann. Mit Panpastell habe ich auch früher mal nicht so gute Erfahrungen gemacht. Das würde ich halt erstmal ganz, ganz oft auf dem Testpapier auf verschiedenen Untergründen auch üben, weil ich zum Beispiel auch nicht weiß, wie das auf diesem Papier so gut funktioniert. Also diese Technik ist mir auf jeden Fall am vertrautesten und ich hoffe jetzt mal einfach, dass ich ganz am Ende das Hautbild so einigermaßen klar hinbekomme durch diese diversen Farbschichten. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall die arbeitsintensivste Technik. Es ist aber auch gut zu beherrschen, mal zum Beispiel, wenn man an Wettbewerben und so teilnimmt aus den Colored Pencil Societies, da wird häufig der Gebrauch von Malmitteln untersagt, weil das in deren Augen Schummeln ist. Von daher ist dieses hier auf jeden Fall die reinste Buntstifttechnik und ich habe ja auch noch mal ein Porträt nur mit Buntstiften gezeichnet auf dem Fabriano Disegno Papier. Von daher finde ich es für mich auch ganz schön, einen puren Vergleich zu haben von Porträts auf den verschiedenen Untergründen. Früher habe ich auf Lana Dessin Papier gemalt und ich finde es einfach total toll, dass ich halt wirklich diese puren Buntstiftzeichnungen dann auch nebeneinander legen kann, um halt wirklich ein sehr guten Vergleich von den Papieren zu haben. Im nächsten Schritt kann ich dann versuchen, auf Reststücken mal mit den, da kann ich euch auch gerne mitnehmen, mit den Malmitteln, mit Panpastell, also mit Mixed Media, mit Aquarellfarbe ein bisschen rumzuprobieren und das dann mal an einem neuen Porträt anwenden. Hier nehme ich jetzt halt, wie ihr seht, halt erstmal wieder die Luminance-Stifte, weil ich das Porträt hier eher hell haben will. Also ich möchte da weder mit zu viel Gelb noch drüber gehen, das habe ich ja in der Untermalung gemacht, noch jetzt wieder viel mit Orange rumprobieren, weil ich das wirklich diesen rosigen Charakter der Haut unterstreichen will. So, die Haut nähert sich langsam dem Ende. Es ist wirklich schwierig,
Ja, das so zu filmen. Klar, ich benutze momentan noch eine Handykamera, aber auch mit einer richtigen. Es ist sehr schwer, alle Farbnuancen einzufangen. Also hier sieht man auf jeden Fall rechts schon so einen gewissen Glanz. Die recht grobe Papierstruktur, die man hier oben am Haaransatz noch sieht, ist halt verschwunden. Also es hat sich langsam die Pigmente. Die Papierstruktur mit Pigmenten gefüllt. Und es sieht halt wesentlich glatter jetzt aus. Und auch diese Flecken hier bei der Stirn sind verschwunden. Was ich jetzt, bevor ich aber diesen Ansatz wirklich komplett zeichnen kann, machen muss, sind auf jeden Fall die Haare zeichnen, weil dann das Gesamtbild auf jeden Fall nochmal anders aussieht. Und ich denke mal, hier auch das Lätzchen von der Kleidung sollte ich auch schon mal zeichnen. Und dann den letzten Feinschliff bei der Haut machen. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, das Papier ist halt nicht unbedingt was für Anfänger. Da würde ich tatsächlich glattes Papier nehmen und erstmal so mit 5 Farbschichten anfangen. Zudem ist es wirklich zeitaufwendig. Nichtsdestotrotz finde ich, konnte man doch noch relativ viele Korrekturen machen. Also wenn ich da in dem Schattenbereich ein bisschen zu dunkel geworden bin, konnte ich dann wieder mit Weiß aufhellen und dann nochmal Rosa drüber geben, um die Wirkung noch ein bisschen abzuschwächen. Aber ich denke nicht, dass man als Anfänger dafür Geduld hat. Deswegen würde ich da weiterhin anderes Papier bevorzugen. So, jetzt zeichne ich schon mal die Haare. Das ist halt auch wieder so ein Thema für sich, was halt gar nicht so einfach ist. Hier stimmen halt die Farben vor allen Dingen leider im Referenzfoto nicht. Also das Mädchen hat so dunkelblonde Haare. Das ist halt so am schwersten, wenn das so in Richtung bräunlich geht. Also ich werde sie hier auf jeden Fall ähnlich lassen wie auf dem Foto. Also sie jetzt nicht in blond oder so umwandeln. Da muss halt wirklich aufpassen, dass ich nicht zu dunkel werde und hier gerade, wo das Licht drauf fällt, genügend Möglichkeit noch besteht, helle Brauntöne mit zuzufügen. Gerade hier ist es zum Beispiel sehr dunkel geworden. Da arbeite ich schon mal lieber mit etwas helleren Brauntönen und dieser Stirnansatz ist wirklich sehr, sehr schwer, weil man hier noch recht viel Haut durchsieht, durchschimmern sieht, aber gleichzeitig so ein paar Löckchen vorhanden sind. Und sowas habe ich zum Beispiel auch noch nie gezeichnet, bin ich halt noch nicht so in Berührung gekommen. Genau.
Ja, an den Seiten zum Beispiel habe ich schon fast zu viel Haut gezeichnet. Zum Glück sind die Haare da dunkel, genauso wie hier oben. Da sind die Haare leider hell. Da muss ich halt gucken, ob ich vielleicht das nochmal über ein Textured noch mehr Details drauf bekomme oder aber ob ich mit der Touch-Up-Texture, also das ist so ein Mittel, was man auf Buntstiftarbeiten auftragen kann mit einem Pinsel und dann kann man da drauf, das ist halt weiß, deckt gut und dann kann man darauf nochmal mit Buntstift halt zeichnen, ob ich das mache. Wahrscheinlich wird das hier halt sogar nötig sein. Aber es ist ja auch ganz gut, dass ich das dann endlich auch mal ausprobieren muss. Merkt schon, ich springe hier halt immer hin und her. Die Farbe Beige, die sieht relativ grau von außen aus, ist aber also schon gräulich, aber dann relativ warm. Also eine Mischung zwischen Grau und Braun kann man sagen. Und die funktioniert für so aschblondes Haar auf jeden Fall auch ganz gut. Hier sind die Farben zum Beispiel, ich vermute mal, dass es ein Handyfoto ist, auf der Vorlage eher blau. Das geht natürlich jetzt gar nicht. Da benutze ich halt auch diese Farbe. Und hier sieht man auch, dass es eher, also es ist wirklich halt beige oder so eine Sandfarbe, also nicht grau. So, ich werde jetzt mal wieder auf Kamera arbeiten. So, ich bin jetzt in den Endzügen. Also ich glaube, bei der Haut werde ich nicht mehr viel machen. Weil sonst werde ich es halt auch so ein bisschen verschlimmbessern. Die Haare müssen hier am Rand noch so ein bisschen verbessert werden.
Ich wollte mich jetzt hier schon mal an die Kleidung, an das Lätzchen setzen. Und die Haut, das hat wirklich, wirklich ewig gedauert. Also das waren jetzt halt 3 Vormittage. Ja, schon mal das als Zwischenfazit zum Papier bzw. zur Technik, weil ich werde das auch nochmal vergleichen mit Pastell. Und es geht mir halt nicht nur um schneller und langsamer, halt natürlich auch um Qualität. Aber wenn man halt das den Zeitaufwand vergleicht und das zur Technik gegensetzt, wo Pastell halt deutlich schneller ist, was ich dann ja auch günstiger anbieten kann, ist halt wirklich die Frage, ob das noch in Zukunft so viel Sinn macht, mit Buntstift zu zeichnen. Nun ja. Ich wollte ja auch noch ein bisschen experimentieren, inwieweit man mit Panpastell verschnellern kann. Und deswegen habe ich mir jetzt für die Kleidung hier schon mal meine pastellfarbenen Näpfchen rausgesucht und werde die jetzt mal mit einem Schwämmchen hier auftragen und dann halt wirklich gleich schön gucken, inwieweit die Buntstifte hierauf dann decken. Also die Haltbarkeit habe ich jetzt bei diesem einen Strich hier schon gemerkt, hält wirklich sehr gut auf dem Papier, weil das eben so schön leicht texturiert ist. Also stehen die Chancen ganz gut. Man hier auf dem Papier mit einer Mixed-Media-Technik arbeiten kann. Ganz so simpel, wie es aussieht, ist es aber dennoch nicht wegen dieser ganzen Feinheiten hier zum Beispiel. Ne? Also es hatte jetzt schon Grund, warum ich jetzt erstmal nur mit pur Buntstift gearbeitet habe. Die Kleidung, da werde ich Details auf jeden Fall weglassen. Hier ist noch so ein buntes Muster drauf. Die soll halt nicht vom hübschen kleinen Gesichtchen abgelenkt werden. Hier, das sieht jetzt grau aus, aber das ist tatsächlich Umber-Pastellfarben. Genau. Ich will das hier zudem ein bisschen auslaufen lassen und da eignet sich Pastell halt auch immer sehr gut, weil man das dann hier zu den Enden einfach verwischen kann. Die Skizze zum Beispiel habe ich auch nicht bis hier unten eingezeichnet, weil sonst das Lätzchen fast genauso groß ist wie der Kopf. Und jetzt kann ich hier mit Weiß schon mal so ein bisschen die Highlights verblenden. Und ein bisschen noch Gelb reingeben für so einen warmen Schimmer. Und ein bisschen Rosa. Ein bisschen ist gut und nimmt sich jetzt relativ viel, weil sich hier so die Haut in dem Lätzchen reflektiert.
So, und jetzt werde ich noch ein bisschen mehr Pink hierfür nehmen. Das ist so der Rand vom Lätzchen. Hier habe ich jetzt schon mal mit den Prismacolor angefangen, aber ich finde ganz, fände es ganz schön, wenn ich das schaffe, dass es hier so einen auslaufenden Charakter hat. So. Das ging mal schon mal sehr gut und jetzt gucke ich, wie gut ich dann mit den Stiften noch drüber gehen kann. Hier habe ich mir mal auch so ein neutrales Pink von den Prismacolors geholt. Ich kann aber gucken, ob ich mal eben die Polychromos nehme, weil ich glaube, da kriege ich die Ränder ein bisschen besser hin. Also die Polychromo-Stifte funktionieren auch auf dem Papier ganz gut, also weit besser, als sie es in meinen Augen, sage ich nochmal zur Betonung, zum Beispiel auf Bristol-Papier funktionieren. Hier fehlte mir wieder so ein neutrales Pink bei den Polychromos, deswegen benutze ich da jetzt mal ein Prismacolor, wobei ich habe hier auch welche von den Pablos. Die sind auch, funktionieren auch ein bisschen feiner. Da habe ich mir auch mal als Ergänzung ein paar Pinks geholt. Kann man auch für Hunde- oder Kaninchennase nehmen. Ja, das ist mir aber fast schon zu Hautfarben. Die Pinks von den Pablos sind auch ganz gut für Haut, aber die sind mir hier irgendwie nicht neutral genug. Deswegen nehme ich doch hier den Prismacolor. Kann es hier auch ganz locker ein bisschen auslaufen lassen. T-Shirt hier ist auch pink. Und hier kann ich auch ein bisschen schon mal aufhellen. Also von mir aus, wenn es passt, kann das Ganze auch so locker gezeichnet bleiben. Weil es soll nicht zu sehr ablenken vom Motiv, wozu ich halt wirklich immer neige. Hier ist jetzt eine Falte. Da habe ich mir mal mein French Grey geholt, weil das neutraler ist als die Warm- und Kaltgraus von den Polychromos, beziehungsweise es ist wärmer, nicht, also neutraler auch, aber irgendwie noch ein bisschen wärmer als die Warmgraus von Faber-Castell. Und hier. Also das funktioniert auch schon mal sehr gut. Also ich hatte das häufig dann auf glattem Papier, wenn ich da zu viel mit Pastell untermalt habe. Das waren damals halt allerdings auch Pastellkreiden oder Pastellstifte, dass es irgendwie die Stifte nur da drauf so kratzten. Aber die Kombi Pan-Pastell, was man sehr gut reinreiben kann, weil die Farben eben nur sehr wenig Bindemittel haben,
und Buntstift drüber funktioniert schon mal echt richtig, richtig gut. Hier, das ist ganz wichtig, da fehlen auf jeden Fall noch Kontraste. Da kann ich noch so die Herzchenform des Gesichtes ein bisschen verstärken. Das ist wirklich wichtig, weil dadurch das ganze Gesicht einen ganz anderen Ausdruck bekommt. Auch hier muss es viel, viel dunkler werden. So, das wirkt schon mal besser. Hier zeichne ich auch noch mal so ein bisschen die Falten grob ein. Genau, was ich jetzt sehe, was ich natürlich nicht eingezeichnet habe, ist, dass hier noch die Ärmchen fehlen. Werde ich mit einzeichnen, habe ich mir jetzt gerade überlegt, was doch wichtig ist. Das mache ich jetzt mal eben Freihand, weil ich versuche das auch nur anzudeuten. Die kleine Luna habe ich jetzt fertig gezeichnet und ich habe hier nochmal die Stifte hingelegt, die ich benutzt habe. Also die unteren Schichten habe ich ja hauptsächlich mit den Polychromos-Stiften gemalt. Daran sieht man aber, dass ich da gar nicht so viele Farben für benutzt habe, hauptsächlich diese hier, diese so für Konturen. Dann ein paar Pablo-Stifte. Die beiden Arten sind halt deutlich härter als die Prismacolor und die Luminance Stifte. Hier ist meine Lieblingsfarbe dieses Aprikot. Das mal zusammenzufassen, diese Farben gehen ganz gut für so Details hier bei der Nase. Und dann am allermeisten für die ganzen Schichten habe ich dann aber mit den Prismacolor Farbstiften gearbeitet. Und zwar viele von diesen Gelbs, von den Pinks, dann hier so ein Sienna Beige für so ein paar Schattenpartien und ein paar Pinks, um die Wangen so ein bisschen rosiger zu gestalten. Und wenn ich nochmal neutrale Farben haben wollte, dann habe ich hier dieses Ocker 10% genommen. Und welche Farbe ist denn das?
Ockerbraun 50%, weil die halt am neutralsten sind und habe noch ein paar Farben, also wie dieses Creme und das Weiß, zum Verblenden benutzt. Genau, benutzt habe ich ja, um das nochmal zu zeigen, dieses Stonehenge-Papier. Das hat eine auf den ersten Blick recht glatte Oberfläche, aber man muss auf jeden Fall sehr viele Farbschichten draufmalen, damit das so glatt aussieht wie hier. Das dauert halt wirklich sehr lange, das muss man halt einfach wissen. Und ich würde auf jeden Fall das nächste Mal ruhig Malmittel ausprobieren. Aus der Ölmalerei werde ich bei meinem nächsten Buntstiftporträt machen und euch da auch mitnehmen. Einfach, man kriegt zwar durch das Verblenden mit den Stiften die Textur vom Papier gefüllt, aber es ist eben sehr langwierig und zeitaufwendig, was man ja heutzutage meistens nicht hat. Genau. Ich hoffe, euch hat die Demo gefallen und hinterlasst mir gerne einen Kommentar, ein Feedback, ein Like und wenn es euch gut gefallen hat, teilt es auch gerne mit euren Followern. Würde mich freuen, euch in einem nächsten Video wiederzusehen. Tschüss!